Und sie direkt. Ah! Er war auf dem Klo gesessen! Also, die haben das Huhn tot geworfen, habt ihr das gesehen? Oh, damit hat er nicht gerechnet, ne? Ahahaha! Hey, Killers! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Runde Match. Oh, nee, oder ein Huhn. Ach, wie süß. Komm mit, nimm meine Waffe, komm mit. Ich weiß, ihr denkt euch jedes Mal, Alter, Killer, wir wissen, dass du ein Global bist. Wir haben schon oft genug die Beweise gesehen, dass du Global bist. Spiel doch einfach einmal so ein bisschen schlecht. Und das werde ich jetzt versuchen. Hören wir mal in die Leute rein. Nicht schlecht. Warum hab ich jetzt... Warum? Die hören sich ganz schön russisch an und ganz schön jung zugleich. Ihr wisst, ich spiele eigentlich sehr gerne mit Russen, also wenn es mittelalte Russen sind und sie schön callen. Aber das hört sich nicht gut an. Das wird ja ein Riesenspaß zum Mittagessen. Mini-Winis nicht vergessen. Ich habe keine Werbeverträge. Bam! Der hat mich blockt. Der ist so wahnsinnig. Arsch! Ich hab ihm fast in die Fresse geschossen, ne? Ich soll ja jetzt schlecht sein. Ich muss die jetzt kurz muten. Ich kann mir das jetzt echt nicht anhören. Oh nein. One Balkan. Alter, also die sind auf A gestackt, die Pisser, oder? Wir haben schon zwei gekillt und einer ist in den Doors und der andere Balkanier. Da muss ja einer noch irgendwo bei B sein. Aber nein, nicht diese Buben. Okay, gut. Ich werde dieses Spiel leider komplett ohne Calls spielen müssen. Also ohne Calls von meinen Mates. Ich werde selbst natürlich callen, aber das kann ich mir nicht anhören. Da fällt einem ja... Da fällt einem ja der Sack ab. What? Ah, Marina Kirsch, Alter. Was war das denn? Hallo, hallo. Pipi, Kinder. Oh, da oben steht er bei dem Scheißbaum. Wer stellt sich bitte schon zu dem Baum, wenn er nicht gerade gay ist? Immer diese Baumschmuse, ist schrecklich. Also, ich bin ziemlich gespannt, was jetzt hier passiert. Denn ich möchte ja eigentlich nicht so gut spielen. Aber ich habe ja immerhin schon... Ich habe noch gar keine Kills. Also, der Plan geht auf. Hey! Ach, die sind schon tot hinter mir. Ich gehe da hoch und denke, hinter mir ist alles klar. Meine Mates stehen da, Bomben sicher. Dann doch nicht. Hören wir mal rein. Oh Gott. Ich lasse mal so ein bisschen offen. Alter, die haben das Huhn tot geworfen, habt ihr das gesehen? Ha! Pisto! Okay, okay, da war noch einer direkt. Er geht eben mal blenden. Ich muss mal eben nachladen. Blau ist so ein Vollidiot, ne? Er plantet einfach nicht. Ich meine, klar, wir haben jetzt gewonnen, weil ich so gut bin, aber er hätte doch eigentlich genüsslich blenden können. Da hätten wir schon mal safe den Sieg am Start gehabt. Leute, vergesst nicht, heute Abend ist der Livestream und ich hoffe übrigens, ich hoffe an der Stelle, dass mein Upload jetzt wirklich, also für diesen Upload hier, für dieses Video so gut ist, dass es noch vor dem Stream online geht. Ich bin nämlich heute wie immer sehr, sehr spät. Ich nehme das Video jetzt, also heute an diesem Tag auch gerade auf, an diesem Donnerstag und es muss eigentlich bis 17, spätestens 19 Uhr online sein, weil wenn der Livestream dann kommt, dann kann ich nicht weiter hochladen, sonst habe ich nicht mehr genug Internet übrig für den Livestream. Das ist immer so eine Sache. Ich konnte aber leider nicht vorarbeiten. Keine Zeit. Guck dir mal da hinten bitte. Es guckt einfach keiner hinten. Mache ich das? Hier versteckt sich doch einer. Achtung. Bam! Oder auch nicht. Ha. Warum habe ich heute wieder die Russen erwischt? Wie kommt das? So. Vorsichtshalber noch ein Molly draufgeschmissen. Ich will da nichts riskieren. Tada! Und der zweite Stern für Fatih Killer. Also so bis jetzt geht es ja ganz gut ohne Call, ne? Ich bin gespannt, wie es bei City wird. Der rennt nicht alle über meinen Kopf drüber, hallo? Ey, was für eine schnieke Ritterrüstung, ne? Hallo? Kannst du mal an mir vorbeigehen? Vollidiot. Aufkommen, ich verteile es mal ein paar... Ah, komm! Nein, nein, nein! Ich habe nicht gewusst, dass einer ist! Die haben B wieder gestackt, ne? Die haben schon zwei genutzt und es waren trotzdem noch zwei drauf. Die haben schon drei genutzt. Ah, scheiße. Guck dich mal die Hackfresse an, Alter! Der Viper, wie er mir seine verschissene Waffe zuschmeißt, kann er gerade mal vergessen. Er schmeißt mir seine Waffe zu, die irgendwie voll gekackt ist. Als wenn ich so einen Dreck bräuchte. Wow, wie er abgeht. Krass, er hat hier den Autosniper. Okay, gut, dann gehe ich hier mal vorbei. Das Huhn werde ich mir mitnehmen. Komm doch gleich vorhin. Leute, was macht ihr eigentlich hier? Warum harrt ihr hier aus? Was passiert? Das war schon ein Feind. Oh nein. Ich habe links jemanden gesehen, der hochkommt. Da, an der Kante. Und dachte, das ist mein Mate, der gerade noch neben mir war. Ich hätte easy Ace gemacht, aber dann sowas, ne? So ein Pech. Ah, ist halt Pech sowas, ne? Kann man nichts machen, ist Pech. Übrigens, Leute, vielen, vielen Dank für die übelst krasse Like-Attacke auf die letzte CSGO-Folge. Ihr lasst mir doch auf jeden Fall gut spüren, was euch gefällt, was ihr gerne sehen wollt und was ihr auch gerne seht, aber nicht so game wie die anderen Sachen. CSGO und auch LOL, die Likes sind ultra schnell gestiegen. So richtig, richtig krass. Oh, du gehörst mir. So, wir machen jetzt hier eine Attacke auf Ding. Scheiße, hat mich gesehen. Schnell, schnell, schnell den Ding runter in den Dropper. Da läuft er. Oh Gott! Jetzt sind es ausnahmsweise beide, die direkt so geplant dastehen, ne? Drei auf A weg, also sind nur zwei auf B. So ist es auch. In dem Moment, wo ich da langkomme. Ich hätte einfach Dropper gehen sollen und durchs Fenster beide nuts. Ich wäre wunderschön Doc stand und hätte sie weggepimmelt, aber nein. Ich weiß, ich habe mir vorgenommen, schlecht zu sein. Es funktioniert. Sehr gut, dadurch meine Vorarbeit. Verstehst du gerade mal hier? Oh, jetzt hat er ja meine Waffe, der Pisser. Da könnte ich wieder so ein bisschen ausflippen, ne? Da könnt ihr Flippung gerade mal starten. Egal, ich habe eine Decoy gleich ja... Plan wie er. Okay, die Mates gehen woanders lang. Ah, fuck. Das war nicht geplant.
Ah, super! Jetzt sind wir mal hart am Verkacken, ne? Man merkt, wie schlecht die Gegner sind und ist dann umso trauriger, dass man irgendwie schlechter ist. Apropos schlechte Gegner. Gestern hat mein Gilfrin ein bisschen Counter-Strecken gespielt. Und es war so putzig. Es war so richtig, richtig putzig. Sie hat noch dieses typische, so zur Seite gehen, ne? So, das finde ich ziemlich putzig. Die kindliche Spielung. Pushen sich bestimmt hoch, Alter. Pass over. Naja, hat die genutzt. Nice. Wie kann man nur so viel Pech haben? Zuerst komme ich in eine Runde, in der einfach nur russische Kinder spielen. Und dann sowas. Bekommt man das irgendwie hin, dass man ausschließlich auf Ami-Servern spielt? Die sind doch getrennt, ne? Amis haben ihre eigene Geschichte und alle anderen sind in einem Topf. Kann ich es irgendwie machen, dass ich nicht in unserem EU-Topf bin, sondern ich würde gerne mit in den Ami-Topf reinfallen? Geht das? Ach, so ist es. Aha. Okay. Bin voll belesen. Wie, ihr seid schon durch. Okay. Gehe ich gerade mal auf A. Es scheint so, als würden wir gleich auf A legen wollen. Pflanzen wir hier einfach mal hin. Oh geil, der Mate ist tot. Au. Der erste Kerl, der nicht einfach direkt hochspringt und mich fickt, so wie die anderen Freunde, sondern einer, der sie erstmal an die Ecke stellt und wartet. Ich habe keine Waffen, ganz still und stumm. Mir seid ziemlich behindert und auch ein wenig dumm. Na, 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 na. Hier ist eine Konstruktion. Das ist eine Ritterrüstung und hier ist Strom. Ach Gott, ich bin so ein schöner Kinderliedsänger, ne? Ich sollte eigentlich berühmt werden. Ha, bam, Alter, was liegt da oben rum? So, Blau, kommst du mal auf B? Wir haben auf B gesäubert. Da hat Mallorca. Bock. Oh, die haben jemanden gekickt oder wollen jemanden kicken. Freut mich, dass die Gegner immerhin jetzt so einen Dödel bei sich haben, den sie gerne weghaben wollen. Vielleicht können wir so diese ganze Chose noch gewinnen. Please report Relay Kick Kacki. Diesen Kerl sollen wir rapporten. Aber ich habe gerade keine Zeit zum Reporten. Ich muss mal eben eine Runde globeln. Oh, er ist schon durch, der Dropper. Nicht wirklich. Ja, Pablo, sehr gut. Jetzt hätte ich einmal von hinten sneaken können, dann wird er mir geklaut. Na. Ihr wisst, dass ich bald die 4000 Abonnenten habe. Also da wird dann einiger geiler Kram erscheinen. Ich denke, das wird sich aber dann noch bis Ende des Jahres ziehen, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, diese extrem krassen Erscheinungen. Aber ihr könnt euch schon mal auf einige fette Sachen freuen. Und ja, ich nehme mal eben so eine Waffe hier, so eine Pike. Jetzt ficke ich sie damit alle weg. Ach ja, mit AWP steht er da rum, ne? Er hat mich doch fast wieder getroffen, das habe ich doch gespürt. Wie die Kugel gerade so an mir vorbeigeflogen ist. Alles klar, wir gehen scheinbar, vielleicht sollten wir Richtung A gehen. Gut. Wir machen das anders. Dann gehe ich mal schnell auf A und plante. Dann stelle ich mich jetzt so lange da hinten rein. Alles klar, okay. Gut. Die waren sicherlich schon am Verschieben, ne? Nachdem sie gemerkt haben, dass auf B nichts ist. Aber man kann es ja mal probieren. Nachher werde ich wieder in der Ecke gesessen und auf die Fresse bekommen. Tja, das Spiel läuft so schlecht wie erwartet. Das ist schon mal sehr schön. Ich habe es ja angekündigt. Und da ich hier in der Zeitdruck stehe und euch heute auf jeden Fall ein Video präsentieren möchte, muss ich das auch so nehmen. Ich hoffe, dass mein Upload das Video dann schnell hochpumpt, nachdem ich es gerendert habe. Es wäre echt wünschenswert. Wir gehen jetzt ausnahmsweise mal A. Also ich bin ja sonst immer der B-Mensch. Vielleicht ist A ja eine gute Wahl. Gestern saß meine Freundin dann hier, ne, und hat eine Runde gespielt und ich habe ihr zeigen wollen, wie das so ist, dann so während der Aufnahme oder während dem Livestream haben wir mal die Lampen hier angemacht und sie direkt, ah! Und gerade jetzt bin ich doch wieder zu hell. Sag mal, ach Mates, was treibt ihr da drüben? Da hat er sich den dritten Stern geholt und hat aber nach der ersten Hälfte nur 3 Kills. Ich weiß auch nicht. Konnte ich mein Global so schon gut verstecken oder muss ich noch schlechter werden? Zucker. Ich mach's kurz an, hör Zucker und denk mir nur, oh. Ich werde einfach schauen, wo sie hingehen. Scheinbar muss ich Dropper gehen. Scheiße, ich hasse Dropper. Dropper at least one. Two. Der kam mit Dropper. Oh, fuck, Mann. Da ballert er mir direkt in den Kopf. 128 in 2. Scheiße. Und dann auch noch mit der Glock, ne? Das ist schon ganz schön dreckig. Nun ja, aber ich denke, das können wir auf jeden Fall noch verzaubern, das Spiel. Außer wenn ich jetzt jedes Mal Dropper gehen muss. Immerhin kann ich mit den Messern wackeln. Immerhin kann ich so wackeln wie ein cooler Mensch. Die wollen immer noch, dass wir einen Kerl kicken. Wobei wir ja gar nicht sehen können, wer bei ihnen Blue ist. Also eigentlich ist das eine ziemlich blöde Angabe, Kick Blue. So, du räudiges Schwein, Bila. Oh, geil. Der Mate wird noch genutzt. Jetzt, wo ich endlich mal so ein bisschen gedrückt habe, ja, werden die Mates alle weggepimmelt. Super. Okay, Purple, geh am besten einfach nicht hin. Yep. Okay, gut. Kriege ich vielleicht ganz schnell die AK von ihm? Ist das möglich? Schade. Merkt ihr was? Da werde ich mal nicht geblockt. Ich habe keine weiteren Beeinflussungen. Und schon kann ich pimmeln. Klar, ich habe auch Pro 90 gespielt. Aber ihr wisst ja, dass ich das machen kann. Ich habe sie lange Zeit trainiert. Ich kann sie wirklich spielen. Einige haben viel Angst, sie zu spielen. Gerade weil sie eben so viel Skill erfordert. Aber ich habe diesen Skill in der Tasche. Und scheue mich auch nicht, ihn zu nutzen. Ist da schon was durch? Super geil, jetzt stich in der Smoke. Das war so nicht geplant. Und da sieht mich direkt dieses verschissene Stück. Irgendwas, was ganz arg wertlos ist. Irgendwas, wo sich jeder sagt, würde ich jetzt nicht zwingend aufheben. Aber auch scheiße geworfen. Ich wollte einfach, dass er noch einen Meter weiter fliegt, dass ich halt einfach gedeckt bin von, ihr wisst schon, von links. Dass mich ja keiner von B wegpimmelt.
Aber hey, es läuft. Ich habe 4 Sterne. Was will ich mehr? Und ich denke, es wird ein easy win. Jetzt, wo ich wieder hochfahre mit meinem Skill und endlich Geld habe, wieder für eine M4. Für alle Granaten. Yeah. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich diese Woche dann nur noch CSGO, Hello Neighbor und LOL bringe. Immer so immer alternierend. Das sollte doch ziemlich gut funktionieren, da ich gerade kein neues Projekt habe. Beziehungsweise ich habe schon einige neue Projekte, aber ich werde die jetzt nicht alle die Woche anfangen. Ich weiß ja, wie gerne ihr Arschgurke, ne? Ich hab ihn voll getroffen, ne? Ich hab diesen Lurch. Guck mal, ich hab mein verschissenes Magazin für ihn verbraucht, ne? Warum ist da so wenig Munition drin in der M4, Mann? Ich brauch da viel mehr. Ich muss da immer so viele Leute killen. Aha. Die Scheißblumen kommen jetzt hier erstmal weg. So kann ich einfach nicht in Ruhe hasseln hier. Denn ich muss mich da hier mal wieder aggressiv eine Runde hinhasseln, die sich gewaschen hat. Wo ist der Gegner? Wo ist denn der kleine stinkende Gegner hin, hm? Ja, ja, ja. Wo ist er denn? Ja, ja, ja. Sicherlich auf dem Klo. Er war auf dem Klo gesessen, Alter, Leute. Daumen hoch für die Toilettengeschichte, Alter. Ich habe ihn beim Scheißen erwischt. Ich habe ihn einfach beim Kacken abgeknallt. Sehr schön, oder? Wow, guck mal, wie sie alle auf Mitte gerannt sind. Dann wieder flüchten, die Mates. Oh Mann, die Flash war ja wirklich höchst lecker geschmissen. Ich glaube, die geben gerade innerlich auf. Vielleicht kann ich noch ein paar Kackende erwischen. Er kam gerade da hochgelaufen, um mich zu ficken, ne? Oh. Und ja, da kommen sie schon auf B. Bombe ist down auf B lang. Ich versuche heute die Videos alle fertig zu machen, die jetzt für die nächsten paar Tage kommen. Denn auch gerade am Wochenende habe ich überhaupt keine Zeit. Ich habe ja morgen noch etwas Zeit, um vorzuarbeiten für Samstag und Sonntag. Mal schauen, ne? Es ist wie immer viel geplant. Schauen wir mal, wie wir die letzten 3 Runden noch so gestalten können. Ich hoffe, dass ich auf B ganz viel pimmeln kann. Dass ich einfach noch auf die 10 Kills komme, die Runde hier, weil das ist wirklich bitter, was ich hier gerade veranstalte. Er fickt mich durch die Kiste? Hat er mich gerade mittig durch die Kiste genutzt? Also richtig mittig durch diese gesamten 2 Holzkisten? Was habe ich ihm gegeben, dem Arsch? 50. 50 ist halt eher schwach, aber es hat für den Sieg gereicht. Gut, komm, jetzt kommt nochmal eine P90-Rush-Runde mit einer Decoy als Erzürnung. Ich werde sie so extrem verwirren mit dieser Decoy, dass sie mich einfach gar nicht erwarten mit der P90. Geh mal zur Seite, Alter. Ich muss hier einen P90-Rush starten, Alter. Zack, boom, bitch. Get out the way. Oh, damit hat er nicht gerechnet, ne? Depp. Fuck, das war nicht so klug, jetzt direkt die Waffe zu wechseln. Aber hey, ich hab's einfach gemeistert. Die Mates, oh, verrecken. Leute, jetzt baut meinen geilen Vorsprung nicht so ab. Ja, genau, macht das gezielt und gediegen. Boah, ich will da nicht lang schleichen, die Abitur. Bin der Kerl. Ja, und da hab ich meinen 6. Stern. Wie kann jemand nur 6 Sterne haben und nur 10 Kills? Schwach, ja, Leute, das ist schwach. Gut, jetzt habe ich die M4, jetzt mache ich nicht nochmal das gleiche. Wir gehen zu... Moment mal, dann bleibe ich aber hier, ne? Komm jetzt eh A, nachdem sie jetzt 2-3 Mal verschissen auf B waren. Wundert mich jetzt aber doch. Der Wichser schmeißt einfach seine Waffe dahin, ne? Hä? Kam jetzt die Waffe her? Ah, der ist gelieft. Okay, okay. Er lief und ich denke, Alter, da ist einer, scheiße. Immerhin 10 Kills gemacht, 6 Sterne, ja. Läuft bei mir. Ich bin der Most Valuable Player, so ungefähr. Wir sehen uns dann gleich im Livestream, ne? 19:30 Uhr ist heute Livestream. Seid dabei, schlagt euch aufs Ei. Und wenn die Schmerzen dann vorbei sind, kommt in den Stream.